von Kritik. Die Kritik ist die von außen. Nein, also ich brauche keine psychologische Beratung. Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer bei Wieland Press Reloaded. Beim Sendegespräch schon wieder ein Hüpfer. ich bin so frech. Also wirklich, ich bin frech beim Dani Stricker, und zwar in der Höhle des Löwen. Mit anderen Worten, ist im Studio. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf. Und jetzt, es ist ja so, es ist immer so, dass man zuerst fragt, wie geht's dir? Stopp, mache ich nicht. Sondern wie bei einem Märchen, es war einmal. Und dann, wenn er nicht gestorben ist, lebt er jetzt noch. Der Dani Stricker ist bei mir zu Gast in seinem Studio. Ist einfach super und gut. Und ich freue mich darüber. Ja, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Dann zum Beispiel, hast du spanische Wurzeln? Bevor ich die absolut packende Frage beantworte, würde ich sagen, du hast mich gefragt, ob ich zu einem Interview komme, dass du mich interviewen kannst. Ich habe dir mein Studio angeboten und ich habe null Informationen über dich. Vielleicht kannst du ganz kurz mir erklären, wer denn du bist. Ja, das hätte ich eigentlich eher am Schluss gemacht. Also, mein Name ist Tom Blinier. Ich habe eine Webseite, ist eine Webseite mit dem Joasch Siedenberg. Und wir machen Podcast. Ich bin 68, habe früher ein Radio gemacht, einen eigenen Sender. Und dann aufgehört. Mhm. Und mache hier und da auf meinem YouTube-Kanal ein paar so kleine Videoschen. Super. Gut, um deine Frage beantworten, mein spanischer Hintergrund ist, ich gehe manchmal in Barcelona zu viel essen und dann ist fertig. Also du hast keine Beziehung. Also weißt, ich denke, ich müsste meine Mutter fragen, vielleicht hat sie etwas vorenthalten. Aber. Ah, ja, natürlich. Weißt, ich denke immer, jeden Tag gehst du eigentlich in die Arena und packst den Stier oder Hörner. Ah, dort hast du wollen. Ja. Also wie gesagt, du packst. Die Astlöcher, die du mit denen zum Teil zu tun hast, Die fressen die an dir, tun die an dir knabbern. Gibt es da Probleme bei dir? Hast du psychische Nöte? Brauchst du Beratung? Oder was meinst du? Also wenn sie es brauchen, dann würde ich genau jetzt den Moment, um alles auspacken und ausbreiten, weil du sicher ein hervorragender Psychoanalytiker wärst. Es gibt zwei Arten von Kritik. Kritik ist die von außen. Sagen wir, es ist die von der Mainstream-Press, von den üblichen Haters. Die sind mir komplett egal. Und da gibt es Kritik von innen, innerhalb von der Bewegung. Und die habe ich gemerkt, da bin ich nicht immun. Ich habe gemeint, die Sex, weil ich eigentlich nur auf Leute höre, die ich selber gerne habe, wo mir etwas bedeutet und sonst mir immer alles egal ist. Aber weil ich in der Bewegung war während 3 Jahren und vieles mit diesen Leuten auf die Beine gestellt habe, wenn eine Kritik von diesen Leuten kommt, dann habe ich es auch persönlich genommen. Aber sonst, es geht mir gut. Ja, super. Also es ist einfach so, da in der Nähe in Adorf hat es jetzt ist es nicht mehr so, eine Klinik gegeben, Exodus. Es war eine fromme Klinik, wo Leute hergekommen sind, die es nicht mehr so ganz hatten. Und dort bin ich Lebensberater gewesen. Also ich wäre wahrscheinlich jetzt gerade der richtige Mann, im Moment der richtige Mann für dich. Aber du willst ja nicht. Also die Leute sind ins Exodus vor dem Exitus. Genau, wie da. Dort. ja, genau vor. Ich habe es leider auch erlebt, dass Leute Exitus gemacht haben. Ja. Nein, also ich brauche keine psychologische Beratung, aber wenn ich es brauche, dann würde ich es wahrscheinlich selber gar nicht wissen, oder? Dann, das ist das nächste Problem. Aber gehen wir. Also, ich bin stabil unterwegs. Du bist stabil. Wie dein Tesla, oder? Dein Tesla ist auch so schön. Ja, das ist gerade der Spoiler abgehauen, also den man gesehen. Wie kommst du das? Ja, ich bin durch die Weststrasse durch und ist am Boden gelegen. Ja, das ist ein bisschen peinlich für Tesla, gell? Mhm. Okay. Also, jetzt, wie ist das bei dir?
du wohnst ja da in der Nähe. Weißt, ich will nicht unbedingt gerade den Ort sagen, sonst also Leute, nein, ich sage, ich, darum sage ich, du wohnst da in der Nähe. Ich sage nicht wo. Ich will diskret bleiben. Immer machst jetzt. Du super. Gell? Und du hast ein Haus dort mit einem Küchentisch und noch zwei Wohnungen, glaube ich, oder drei. Ja, und wann willst du raus? Das sage ich dir jetzt nicht. Butter. Ja. Also ich will nicht zu viel über mein Wohnumfeld reden. Nein, aber ja. Ich frage, das gehört dir? Wieso willst du das wissen? Ich meine, du, von irgendetwas musst du erleben. Ich meine, ich lebe von meinen Supporter of Locals. Im Moment. Und von der Sparte. Und von der Tesla-Aktie, die ich früher gekauft habe. Ah, du hast Tesla-Aktie? Ja. Ja, du bist vom Musk heisst der Typ eigentlich. Genau. Elon Musk. Du bist ja ein grosser Fan von ihm. Ich finde, es ist die prägendste Persönlichkeit von der Zeitgeschichte. Er wird den Fußabdruck hinterlassen, im Gegensatz zu den fast allen anderen 8 Milliarden Leuten auf der Erde rund, die ersetzbar sind. Wenn Elon Musk sterben würde, wäre es so traurig, wie Steve Jobs gestorben ist. Da hat man auch gewusst, dass gerade jetzt der Menschheit vieles verloren hat. Dann ist das Vogue. Der Vogue-Trottel Tim Cook hat übernommen und wir haben gesehen, dass Apple geworden ist. Sehr erfolgreich, aber nicht mehr inspiriert. Mhm. Nur noch Vogue. Und bei Elon Musk wäre es noch dramatischer. Mhm. Weil da erwarte ich in den nächsten 10, 20 Jahren noch ganz grosse Sachen. Ja, ja, also Rakete. Auch kulturell. Auch kulturell. Wirtschaftlich. Kulturell? Cool. Ja. Ja, wie denn? Ja, auf seinem Twitter-Kanal mit seinen 150 Millionen. Ach so, ja. Sehr interessante Inputs, gibt dort Sachen, Zeitgeist gut zusammenfassen, bringt es auf den Punkt. Er scheut sich nicht, um in der Politik mächtige Leute zu kritisieren, obwohl er Verträge hat mit der NASA und dem Verteidigungsministerium. Er kifft mit Joe Rogan. Er macht einfach, was er will. Mhm. Er ist ein Bub geblieben, trotz seiner Milliarden und seinem Alter. Und das finde ich bewundernswert. Ja, das stimmt schon. Also ich finde ihn auch nicht schlecht. aber ich fahre keinen Tesla und dann ich komme. Du hast einen Chauffeur gehabt? Oder? Ja, ich kann Chauffeur. Ich fahre nur mit Chauffeur. Was für ein Auto, oder? Ja, ich kann Reisschüsseln, aber ich fahre eigentlich nur mit Chauffeur rum. Ich dürfte schon fahren oder einfach. Aber so. Wieso selber fahren, wenn man sich einen Chauffeur kann leisten kann? Genau. Den kann ich mir jetzt leisten. Genau. Aber kein Tesla. Gut, also. Woke. Woke. Bist du auch wokig? Das ist ja eine Fangfrage, oder? Ich finde, Woke ist ziemlich das Menschenfindlichste, was die westliche Zivilisation in den letzten 10 Jahren an Kultur hervorgebracht hat. Ich würde sagen, seit dem Kolonialismus ist das Primitivste. Mhm, interessant, ja. Das Primitivste, also die Menschen, die woken und was gibt es dort noch? Die anderen, die werden primitiv gemacht oder sind primitiv? Sie tun Intoleranz verbreiten im Namen von der Toleranz. Sie sind Hass verbreiten im Namen von der Liebe. Sie tun Kriegshetz betreiben im Namen des Frieden. Sie tun exkludieren im Namen von der Inklusion. Sie wollen einheitlich denkende Gesellschaft im Namen von der Diversität. Es ist einfach grusig. Also es stinkt im Prinzip bis da aus im Moment von Gülle, weil da wir in der Landwirtschaftszone sind. Mensch, Gülle ist nicht so. Oh, aber es hat geschmeckt. Ja, okay. für dort, wo du herkommst. Bei mir schmeckt es manchmal gut. Aber ja, es ist einfach, Woke ist wirklich, einfach, es hält uns zurück. Es hat das Potenzial, uns so sehr abzulenken von den wahren Problemen, dass der Niedergang vom Westen, der ja absehbar ist, sich noch beschleunigt durch das. Mhm. Und LPQ, wie heisst das Zeug? Genau, das ist ja das LBGTQ, das Alphabet Menschen, die sind ein Teil davon. Nicht die Leute, die schwul oder lesbisch sind, etwas sind, dürfen es ja sein, aber die Leute, die meinen, sie dürfen für all die Leute reden. Das sind ja oft auch heterosexuelle Männer, die anstehen und für schwule und lesbische Menschen sich einsetzen, als ob das selber nicht wehren könnte. Aber selbst wenn einer schwul ist, was für eine Anmassung von einem Schwulen zu meinen, ich kann für alle anderen Schwulen reden. Was für eine Anmassung von einem Weissen zu meinen, ich kann für alle anderen Weissen reden. Das ist einfach grusig, richtig zum Kotzen. Ja. Aber die Weissen sind ja jetzt sehr unter Druck. Also, wenn du weiss bist, solltest du besser schwarz sein. Also weiss alter Mann, also du bist am Arsch, wirklich. Ja. Nach dieser Rechnung. Ja, was mache ich?
Weiß nicht, Exodus, dann Exitus wahrscheinlich. Ja, ein bisschen früher. Gut, Exitus. Sex. Ja, gibt es auch, ja. Aha. Ja. Da bist du out of Afrika. Out of Afrika? Ich war auch schon in Afrika, aber nicht wegen dem Sex. Also, es hat keinen direkten Zusammenhang. Genau. Und was ist die Frage? Die Frage ist, wie ist Sex für dich? Oder denkst, also ich meine jetzt nicht, eben, ich bin so frech. Also, was denkst du über Sex? Ist das etwas Schönes, etwas Angenehmes? Oder würdest du sagen, in meinem Alter muss ich 2 Meter Abstand nehmen? Oder für mich. Also, wenn du mich schon fragst, was denkst du über Sex, muss ich sagen, wenn du im Sex noch denkst, dann ist es schlechter Sex. Aha. Guter also, Sex fängt dort an, wo das Denken aufhört. Interessant. Mhm. Also bei dir hört der das Denken auf. Oder der Woody Allen hat gesagt, Sex ist nur dann dreckig, wenn er gut ist. Sehr gut, das hast du schon mal in einer Sendung gesagt. Also, aber da merkt man im Prinzip, dass du recht belesen bist. Also, sogar Woody Allen habe ich gelesen, genau. Aber Hesse und noch einer, Hermann Hesse. Ja. Ich habe neben Hesse ein paar andere Autoren gelesen. Ja, das ist noch gut. Aber in meiner Jugend prägt haben mich Hesse, Nietzsche, Schopenhauer, Sartre, Camus, die Sachen. Aha. All das existenzialistische, nihilistische. Das habe ich gerade wieder sagen. Ein Existenzialist bist du eigentlich. Sie vor 30 Jahren hat mich das einfach interessiert. Es hat mir ein Weltbild gezeigt, das fernab war von dieser protestantischen Ethik, von dem Katholizismus, der im Dorf geherrscht hat. Also von dem sehr christlich geprägten, sag ich mal, im Denken eher beschränkten Umfeld. Ist es schön gewesen, zu lesen, dass schon vor über 100 Jahren da Denken rum gewesen sind, wo Sachen gesagt haben, wo man gemeint hat, sie seien heute noch verboten. Also sie haben ja sehr mutige Sachen formuliert. Wenn man in der Schule ist und irgendwie Goethe Schiller liest und so, dann gibt es schon mal im Götz von Berlichingen ein «Du Arschloch» oder so. Das ist schon revolutionär, aber vielleicht zu dem, was Nietzsche gesagt hat, in dieser Absolutheit und Radikalität, das ist etwas, was mir als Teenager sehr gut getan hat. Obwohl es ein bisschen gefährlich ist, würde ich sagen, mit 14, 15 das zu lesen, aber es hat mir, vielleicht hat es mir geschadet, damit andere beurteilen. Ja, aber so viel geschadet. Du kommst ja sehr intellektuell rüber. Also tu ich das? Ja, ja, ja. Ja. Ich meine, man hört das auch. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich habe mich ein bisschen informiert über den Dani Stricker. Und wenn er jeweils eine Sendung hat, jetzt nicht meine, ich weiss nicht, ob die auch so intellektuell wird, aber wenn er eine Sendung macht, kommt sehr viel Intellektuelles über. Den Eindruck hast du nur darum, wie im Moment von Idiotie umzingelt sind, dass jeder Mensch, der gerade denken kann, automatisch ein Intellektueller. Also, heute ja, ist es einfach. Heute ist jeder wirklich einer, der gerade durchgedrückt ist. Der ist heute einfach ein Intellektueller. Mhm. Wenn er den Mut hat, hat seine Meinung zu sagen. Ja, ja, natürlich. Also, wie gesagt, jetzt gerade da möchte ich einhängen. Hast du beim Sex schon aufgegeben? Ja, ich kann schon weiter übersetzen. Nein, wenn du mich fragst, ja, von mir aus erzähle ich nicht. Verstehst du? Ich bin so, ich denke, ich weiss ja nicht, die Sendung habe ich dir auch geschenkt, dann darfst du sie auch auf deinen Kanal nehmen. Das ist selbstverständlich. Das ist ein Dankeschön für das. Wie viel darf man denn da sagen? Was? Du, YouTube? Du darfst alles fragen, weil wenn ich es gut mache, sagen die Antworten nichts aus, aber die Fragen sehr viel über dich. Also in dem Sinne. Also irgendwie, ich gebe dir eine Frage und du tust ziemlich hohl antworten. Und dann sitze ich wieder. Kommt drauf an, ich habe jetzt gefunden, ich habe probiert, ein bisschen geistlich zu antworten, ohne gerade mein Privatleben auszubreiten. Weil das habe ich mit Stefan Raab abgeschaut. Stefan Raab, da hat man so später erfahren, dass er 2 Kinder hat. Aber dass er früher oder in einer Beziehung ist. Aber bis heute weiß man praktisch nichts aus, dass er in Köln lebt. Und das hat er extrem gut gemacht. Und nicht, dass ich Stefan Raab wäre oder das Problem für Stefan Raab, weil ich politisch noch engagiert bin. Er hat eine gewisse Arbeitsfläche bei gewissen Leuten und ich habe überhaupt keine Lust darum, das Privatleben zu vermischen mit meinem Aktivismus oder Journalismus oder meiner Videoarbeit. Also es ist schon ein bisschen so, also wenn ich jetzt frage, wenn ich weiter frage über Sex,
dann muss ich damit rechnen, dass etwas Hohles zurückkommt. Du kannst es probieren, vielleicht kommt etwas Inhaltliches. Ich tue nicht lügen, oder? Da kann ich versprechen. Ja, das ist super. Aber ich wollte dann einfach in die Tinte hocken und da hocken und denke, Kopf ist Schluss, den kann ich gar nicht packen. Das ist ja deine Aufgabe als Interviewer, das trotzdem zu machen mit deinem Charme, mit deiner. Ja, du musst mich wohlfühlen lassen, dann klappt okay. Das. Oder du kannst die Schawinski-Methoden anwenden, aber der wird scheitern. Ich stelle die Fragen, du musst die Antworten geben. Da wirst du nicht Erfolg haben bei mir. Nein, Schawinski. Das ist Schawinski, der mich nie einladen kann. Der lädt Rimoldi ein, aber nicht mich, weil bei mir weiss er, dass er dumm wird anstehen. Der Rimoldi hat sich aber auch gut geschlagen, habe ich gehört. Ah ja. Ich habe es nicht gehört, leider, aber ich glaube, er hat es gut gemacht. Der Schawinski hat sich so aufgeregt. Ja, ganz verstanden. Der ist wirklich jetzt ein alter, zitteriger Mann. Und was will denn im Fernsehen und hinter den. Gut, er kann ja daheim in seinem Radio noch. Man darf im hohen Alter noch etwas machen, nur hat er halt nichts mehr Intellektuelles zu liefern. Er ist ja nur noch in dem Vogue-Bullshit und NATO-Scheiß gefangen. Es ist intellektuell leider wirklich. Also nicht mehr. Es ist nur noch interessant, wenn man es lässig findet, wie Leute miteinander beim Streiten zuzulassen. Aber wenn man inhaltlich etwas lernen will, dann sind das in Interviews also wirklich genau. Unter jeder Sau, oder? Genau, also ich denke jetzt dran an Andreas Thiel, sein Interview mit dem Schawinski. Das vor ist etwa 10, 15 Jahren, ja. Das ist die Katastrophe. Gut, also wir sind ja jetzt nicht dort, sondern wir sind jetzt da. Also, Sex, denke ja. Also, wir können schon zum nächsten Thema gehen. Ich habe nur einen Witz gemacht, wie du so schnell aufgegeben hast. Aber du hast ja sicher noch viele andere Themen. Ja, ja, ganz sicher. Aber weißt, es ist natürlich schon so, ich spüre ja auch, wo es durchgeht. Oder ich sehe es irgendwie spüren. Nein. Oder irgendwie so. Gefällt ich dir denn? Du gefällst mir. Ja. Schon? Ja, sicher. Okay, ja, okay. Du bist mir sehr sympathisch und kommst. Aber nicht sexuell? Nein, ich bin ganz so normal. Ich habe mal 5 Kinder auf die Welt gestellt. Gut. Das heisst nichts in der heutigen Zeit, oder? Ja gut, aber eben, wie gesagt, ich bin ja noch eigentlich in einer normalen... Heute können ja Männer schwanger werden, oder? Ja, weißt du was? Oder er dort. Ja, den also, haben wir schon. Ja, nein, das ist ja, was denkst du da drüber? Über Männer, die schwanger werden? Ja. Ja, wir sind wieder beim Sex. Gesagt. Nein, also da habe ich ja gesagt, das ist einfach der Vogue-Bullshit. Mhm. Oder, also, ich sage nicht, dass jemand nicht schwanger werden kann, keine Frau ist. Aber ich sage, dass jemand, der schwanger wird, eine Frau ist. So. Ja. Ja. Können wir ab so mal zusammenfassen. Mhm. Gut. Also, du hast selber ja kein Kind. Also gut. Nein, das darfst du. Wir machen es wieder Stefan Raab in dem Sinn. Dafür. Du kannst fragen, was du willst. Es ist eine Frage vom Anstand, dass du jetzt Sachen ausplauderst oder mich weisst, wo ich nicht aus der Öffentlichkeit komme. Aber du darfst machen, du willst. Nein. Also. Du kannst auch in meiner Abwesenheit über mich reden. Also von dem her ist das voll okay. Nein, aber das, weil du mir sympathisch bist, mache ich ja das nicht. Aber du hast ja 2 Katzen, oder? Der Ruggeli und der... Das ist das Meitli. Ja. Und der Ruggeli. Ja, und der Moritz und der Snus. Der Snus. Nicht wie der Tabak, sondern wie die Schlummertaste. Also. Aber der Name Moritz und Snus sind nicht von mir, das sind Katzen, die mir übergeben worden sind. Und aber du bist ein sehr grosser Katzenliebhaber. Katzen sind die besseren Menschen. Ah ja. Wie kommt das? Weiß nicht. Warum sagst du das? Einfach Katzen sind perfekt. Außer dass halt Mäuse Köpfe abbeissen und so und noch ein bisschen quälen vor dem Fressen. Aber es gibt nichts Ehrliches als eine Katze. Aber es ist ein Raubtier. Mhm. Es ist verwandt mit einem Löwe. Ja, das ist alles wahr. Also ja. Du hast 3 Löwe, Mini-Löwe daheim. Mhm. Da weißt du ja nie, ob du angesprungen wirst. Und ich werde regelmäßig angesprungen. Du siehst da meine Tätowierung. Ja. Das sind, ich weiß nicht, ob man die Kamera überhaupt sieht. Ich glaube nicht grossartig. Ja. Das sind Kampfspuren vom Ruggeli. Habe ich mir eintätowieren lassen. Ich habe es nie vergessen. Wer der Chef ist im Haus, nämlich das Ruggeli. Aha, ja. Das ist öfter so, dass die Frau im Haus der Chef ist. Genau. Das ist mir auch so. Ah, super. Deine Küchentischgespräche, sind die eigentlich gestorben? Nicht sicher, weil ich bin mir am überlegen, wie die Zukunft für Stricker TV aussieht. Ich habe jetzt ja da in Pasadena Folge zu viel Strickers Freiheit, wo wir jetzt werden viele Interviews und so durchführen. Ich bin nicht sicher, ob ich das Studio noch brauche. Ich bin aber auch nicht sicher, ob ich immer Lust habe, zum auf Folge zu viel abfahren. Dann kann es sein, dass wirklich dann die Küchengespräche wieder zurückkommen. Aber alles offen. Mhm, also,
das wunderschöne Studio erst aufgetan und dann vielleicht, also Stricker-TV, ja. Stricker-TV, einfach so aus dieser Welt, das geht doch nicht. Du bist es wird einfach sich verwandeln, oder das Leben wandelt sich und so macht es Stricker-TV. Ja gut, aber du bist ja im Prinzip eine Ikone, oder? Das ist jetzt ein grosses Wort, ja. Aber red weiter. Aber du, ja, auf eine Art bist du eine Ikone. Du bist der, wo man meinen, es hat ihn ins Hirn geschissen und er hat zu wenig Latten am Zaun. Er sagt einfach einen frechen Sieg. Und du von. Weißt du die Definition von einer Ikone? Jetzt bin ich schon ein bisschen enttäuscht. Ja, oh, ja. Gut, definitiv. Ja, gut, aber ich sehe, ich gehe schnell weiter, weil wir noch nicht so viel Zeit haben. Aber eben, wie gesagt, Ikone bist du tatsächlich. Weil für Leute, oder für Menschen, nicht Leute, für Menschen, die eigentlich Freiheit suchen oder Freiheit leben wollen und sagen, hey, der Stricker, der macht es auf seine Art eigentlich vor. Er tut zwar an seinem Küchentisch etwa die Fluche wie ein Astloch, oder? Und sich weiss ich wie geben. Und man könnte ihm nachher einen Tritt geben. Und ein Auge aus, weiss ich was. Ausstechen? Ja, bist nein. Du so? Denkst du so? Nein, so. Ich denke. Martialisch? Ja, warum? Hast du so viel schlechte Energie drin? Dass du Leute die Augen ausstechen willst, weil sie fluchen. Warum meinst du? Weil du willst die Leute die Augen ausstechen, wenn sie fluchen? Nein, das ganz sicher nicht. Aber ich habe nur jetzt gerade ins Mittelalter zurückgedacht, dass es eventuell dort passiert wäre. Also dort wärst du wahrscheinlich in Prangen gemacht. Ja, im Mittelalter wäre ich, glaube ich, ruhiger gewesen. Ja, sonst wärst du schon lange verbrannt, gell? Genau. Also wie gesagt, eine Ikone für Leute, die Freiheitspartei, oder? Du bist der Mann von der Freiheit, der Mann von der Freiheitspartei. Aber was ist denn effektiv Freiheit? Das ist eine ganz gute Frage. Ein Universitätsprofessor von einer Großstadt in der Schweiz, wo ich nicht konkreter werden will, weil er sonst Probleme bekommen könnte, der hat mir das auch gesagt. Eben Freiheit ist ein schwieriger Begriff. Und man muss vielleicht unterscheiden zwischen so einer absoluten Freiheit und einer relativen Freiheit. Oder wenn man über die absolute Freiheit reden, dann wird es tief philosophisch. Haben wir überhaupt einen freien Willen und so weiter? Das ist sehr fraglich, dass wir das haben, aus meiner Sicht. Es könnte einfach ein sehr komplexes Programm sein, das abläuft. Und unsere Hirnwindungen sind alle physikalisch halt so gerichtet, wie sie sind. Und wir treffen dann irgendwie im Ganzen, was uns als Chaos wirkt, könnte in Wahrheit einfach ein Programm sein, wo es komplex ist für uns zu unterschauen. Und in Wahrheit machen wir einfach, was wir müssen machen. Wir können nicht anders. Aber wenn man meint, wegen der Wahl, ist das nur eine Illusion. Diese Freiheit, da könnte man ewig darüber diskutieren. Und da bin ich halt der richtige Mann, weil mir leider eben der intellektuelle Überbau, Unterbau fehlt für das. Mhm. Aber die relative Freiheit, politisch betrachtet, ist relativ einfach. Oder eben, jedes Gesetz, das der Staat verabschiedet, nicht jedes, aber jedes Verbot, zumindest, und die meisten Gesetze sind ja Verbot, Einschränkungen, die tun, die Menschenfreiheit nehmen und am Staat die Staatfreiheit mehren. Und jede neue Steuer, die sie haben, tut die Handlungsmöglichkeiten oder den Spielraum vom Menschen reduzieren und die vom Staat erhöhen. Und das ist jetzt einfach nach 175 Jahren, wo das praktisch nur ein Jahr richtig gegangen ist, ist einfach mal Zeit zum Umkehren. Das ist, weil die Alternative ist der Untergang. Und ich glaube auch, dass es wahrscheinlicher ist, dass der Untergang wird sein. Es ist so, Imperien steigen auf und zerfallen. Aber wenn wir noch eine schöne Zeit haben miteinander, dann können wir versuchen, wenigstens den Zerfall noch ein bisschen zu bremsen. Weil Revolution und Krieg, auch wenn es zum Teil bei Corona als fast schon attraktiv angemutet hat, wenn es eine Revolution gegeben hätte, am Schluss ist das etwas, wo unterm Strich den Menschen hilft. Also das, oder sagen wir mal so, der Ausgang ist völlig offen. Es kann nach 20 Jahren sein wie in Frankreich, nach der Französischen Revolution oder 24 Jahre, wie lange auch immer. Ich würde jetzt nicht 24 Jahre lang im Tumult leben und dann sehen, wie da Leute gelünchert werden und so weiter, um nachher vielleicht auch tatsächlich ein Resultat zu erreichen, das besser ist als der Status quo. Besser wäre eine Renovation statt einer Revolution. Ob das geht, ist offen. Also Freiheit kann auch in Abgrund führen, in dem Sinn. In Tod, etwas kaputt. Also ich meine, wenn du ans Römische Reich denkst,
oder ob das Babylonische Reich oder weiss ich was für ein Reich, oder auch USA im Moment, die haben sogenannte Freiheit gelebt und sogenannte Freiheit gehabt. Ich meine, du gerade bei den Einwanderern in den USA, es war frei gewesen, grosses Land, neue Anpflanzen, Zelt, Haus, Blockhaus etc. Und das war Freiheit gewesen. Wird zuerst so für den Engländer unter Jache gesehen, ja, ja, dann haben sie sich befreit, stimmt. Oder? Ja, ja. Ja. Aber ich glaube nicht, dass Freiheit in Unterrang führt oder so, aber ich denke einfach, ich glaube, Freiheit und Liebe sind Sachen, die sich nicht gut ideologisieren lassen. Das ist sehr attraktiv daran. Oder wir verkaufen nicht das Programm zur Weltrettung, wir sagen einfach, lassen sie Ruhe. Das finde ich grundsätzlich, in einer Zeit, wo alles reglementiert ist und alles eingeschränkt wird, finde ich das nicht nur eine opportune Forderung, sondern eine notwendige Forderung. Und das mit aller Kraft probieren durchzusetzen, ist ein edles Ziel, finde ich. Also Freiheit gleich Ruhe, Ruhe gleich Freiheit. Also, nein, in Ruhe gelassen werden, das ist nicht Ruhe. Oder? Das heisst, die anderen können ja lernen, was sie wollen. Und ich kann ja auch lernen. Aber ich will einfach nicht, dass Leute mir etwas aufzwingen. Also, ich sage mal, in einem gewissen Bereich sind wir indoktriniert worden mit dem Staatsglauben. Früher hat die Religion dazu gehört, das ist abgefallen. Aber auch die Freidenker zum Beispiel, wo die Religion kritisch hinterfragen, sind die grössten staatshörigen Menschen, die ich überhaupt kenne. Also der lächerlichste Verein mittlerweile im Unternehmen Freidenker, wo ich 8 Jahre oder so selber dabei war. Und das ist der Glaube an den Staat, der ist immer noch da. Und das ist ja nicht so schlimm, dass wir den noch haben. Finde ich jetzt nicht dramatisch. Ich glaube schon, dass gewisse Strukturen ja helfen. Ob man jetzt ein Stamm ist oder ob man jetzt eine Nation ist. Am Schluss eine Struktur gibt es. Ich weiss, dass Libertäre mir widersprechen, dass man quasi in einer Anarchie leben kann. Ich habe meine Zweifel. Ich glaube, es käme immer ein Mob, der regiert über den anderen. Nur ist es mittlerweile halt so, dass der Staat sich auch aufführt wie ein Mob. Oder besser gesagt, auch aufführt wie eine kriminelle Organisation, die einfach völlig rücksichtslos die Leute kaputt macht. Ich meine, wir haben jetzt zugeschaut, seit ich klein bin, hat Amerika oder der Westen, sage ich mal, hat andere Länder erobert, zugebombt und so, also von Vietnam über Korea, Vietnam und Irak und Afghanistan und Libyen und was ich was alles. Und uns ist immer ein Stück weit vorbeigegangen. Und ich finde, was jetzt mit Corona passiert ist, ist nichts anderes, als dass sich die Aggression, die sich bis anhin nach außen fokussiert hat, plötzlich nach innen gerichtet hat. Und das hat bei mir, da muss ich sagen, habe ich vorhin auch geschlafen. Aber jetzt die Aggression nach innen, die es mich selber direkt betrifft, das war einfach zu viel für mich. Ich habe einfach gefunden, lasst mich in Ruhe. Oder? Das ist, glaube ich, die edelste Forderung, die man haben kann. Lasst mich einfach in Ruhe. Und das heisst ja gar nicht unbedingt, dass ich am liebsten würde ich keine Steuern mehr zahlen, aber ich bin auch froh, wenn es eine Flasche auf der Straße hat und wenn einigermaßen, wenn mir ein Einbrecher in der Hütte steht, dann kann die Polizei anrufen und so. Das ist ja alles gut. Ich bin nicht so radikal unterwegs, dass ich den Staat abschaffen will oder total destruktiv gegenüber dem Staat wäre. Ich bin da realpolitisch eingestellt, aber der Weg muss richtig Freiheit gehen. Es geht nicht mehr so weiter. Es ist bedrohlich, was läuft. Also im Prinzip eine tickende Zeitbombe in dir. Also das. Nein, nicht in mir, im Staat, im System. Oder ja, aber du kannst dich ja nicht aus dem Staat rausnehmen, du gehörst ja dazu. Ja. Der Staat verholzert einfach immer mehr, verknöchert. Er wird immer zäher. Also du meinst so wie der Tisch da? Ja, das wäre schöner, so wie der Tisch wäre. Er ist ja viel... Der Staat ist... Es ist einfach, es geht nur in eine Richtung. Behörden werden grösser, die Ansprüche werden mehr, die Vorgaben werden strenger, wir arbeiten immer mehr für den Staat, statt für uns selber. Jemand hat mal gesagt, Robert Breedlove, Bitcoiner, der hat gesagt, den Sklave definiert sich dadurch, dass die Früchte von seiner Arbeit nicht ihm gehören. Und wenn du 50% von deinem Arbeiten, oder auch mehr, wahrscheinlich ist es mehr, von deinem Arbeiten vom Staat abtrittst, dann bist du ein halber Sklave. Weil du einfach die Hälfte deiner Früchte musst abgeben. Mir ist es egal, wenn ich 10 oder 20% ein Sklave bin, weil ich kann sagen, ich will es zwar nicht, aber ich komme doch eine gewisse Gegenleistung über. Wenn man jetzt so Sachen anschaut wie AHV und so weiter oder Arbeitslose oder auch andere Sachen, eben Strassenbau und so, das ist alles gut. Das ist schon mal gleich, wenn ein bisschen bestohlen wird, sage ich mal. Aber wenn der Staat das Geld nimmt, um nicht nur ein sinnloses Zeug zu machen, sondern sogar Schädliches machen, das mir schadet, indem er so die Polizei gegen mich selber richtet, weil ich durch die Stadt Zürich spazieren will, oder weil ich meine Freunde treffen oder meine Verwandte im Altersheim besuchen
oder Leute eben beim Sterben begleiten und das wird verhindert werden, dann muss man einfach zeigen, dann ist der Staat mein Feind und dann bin ich ein Staatsfeind. Oder? Wie wählen? Will man einfach zuschauen, dann ist man ein Volksfeind oder will man sich wehren, dann ist man ein Staatsfeind. Etwas anderes gibt es nicht mehr. Und ich habe mich einfach entschlossen, dass ich viel lieber ein Staatsfeind bin als ein Volksfeind oder ein Menschenfeind. Okay, also da kommt mir etwas ein bisschen durch. Knüppelköppel. Der Knüppelköppel kommt da ein bisschen durch. Wieso Knüppelköppel? Ja, Knüppel. Er steht recht drin manchmal, auch mit Wort wie du. Also ein bisschen gewählter, aber er hat auch gesagt, die Vollpfosten da zu Bern oben und weiss ich was. Wie geht es eigentlich? Warum geht es eigentlich dort so? Also Vollpfosten ist ein absolut objektiver Beschreib von dem, was in Bern regiert. Das ist nicht eine Beschimpfung. Oder? Ja, ja, ach gut. Aber eben, wenn du das hörst, denkst du, Vollpfosten? Wer jetzt? Sind das Bundesräte, Nationalräte, Ständeräte? Man muss immer unterscheiden, ist eine Schwarmintelligenz oder Schwarmunintelligenz. Und man sagen mal, Schwarmintelligenz wird im Bund, die Existenz von Schwarmintelligenz wird im Bundesbern jeden Tag wieder leid. Oder? Da kann man wirklich auf die künstliche Intelligenz hoffen. Natürlich gibt es einzelne Menschen, die das Gute wollen. Also das ist ja außer Frage. Das ist eben auch das Problem, wenn man immer im Gruppendenken verhaftet ist. Ich bin überzeugt, dass viele Leute gute Sachen wollen. Und ich glaube auch, dass Leute, die politisch auf der anderen Seite der Debatte stehen, dass sie zum Teil wirklich glauben, dass sie das Gute machen. In Cedric Wermuth zum Beispiel glaube ich, das ist ein Überzeugungstäter. Und das mache ich aber im positiven Sinn. Ich glaube, dem nehme ich es noch ab. Mhm. Oder? Dem nehme ich es irgendwie ab. Ob es immer noch ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber sag mal, die sehr Linke, die wie heisst sie da, ich weiß ihren Namen nicht, von der Aktion Libero oder Operation Libero und so. Bei denen Richtigen, da habe ich wirklich das Gefühl, also ich glaube schon, dass sie religiös oder ideologisch verpeilt sind, komplett, aber ich glaube, das sind Überzeugungstäter und die meinen, sie machen das Gute so. Das glaube ich wirklich, dass sie das glauben. Und von dem habe ich noch in einem gewissen Grad noch Respekt. Oder es ist anders als die Leute, die genau wissen, dass sie das Gute machen, die irgendwelche Ausschüsse, Sachen beschliessen. Oder wo immer wieder, also wo einfach, ja, du weißt, was ich meine, wo die Hintertür, die hockt der Verwaltungsrat rein, haben ein Mandat, können darum nicht gegen ihre Mandats Geber quasi Politik machen und verraten so die eigene Bevölkerung. Das sind die bösen Menschen, oder? Und die anderen sind die dummen Menschen vielleicht, aber die Dummen, die das Gute wollen, die kann ich noch respektieren. Aber in Bern ist halt ist eine Verbandlung von allem miteinander und darum sehr schwierig. Also ist ja nicht so, wenn ich jetzt ein Nationalrat würde werden, was ich ja nicht will, aber wenn ich jetzt das würde werden, also wenn ich es könnte sein, würde ich es wahrscheinlich wollen sein, muss ich so präzisieren. Aber der Weg dorthin ist mir zu grusig. Aber wenn ich jetzt im Nationalrat wäre, dann wäre ich auch Teil des Systems. Und dann kann ich ja nicht mehr sagen, etwas für jeden einzelnen Politiker dort ist ein Double und so. Es gibt ja Leute dort, die das Gute wollen. Ja. Aber ich glaube auch, dass ein Köppel das Gute will. Und ich glaube, dass wahrscheinlich auch das ein Grund ist, dass er nicht mehr nachtreten, weil er gemerkt hat, er reicht auch nichts. Oder? Ja. Also ich denke jetzt an Stefan Milius, der sich jetzt zur Verfügung gestellt hat. Oder an Marco Rima. Das sind zwei Männer, die eigentlich mit Herz dahinter gehen. Und bei beiden kann ich mir vorstellen, dass das Klima ein bisschen. Es ist vielleicht. Nein, sie sind nicht euphorisch. Aber es könnte doch sein, was meinst du, dass sie gleich mal ausbrennt sind. Weil das ist zum Teil so ein Sumpf, Herzpflaster. Es stinkt nach Gülle, etc. etc. Und du kommst dort rein mit. Vielleicht haben sie nicht einmal die super Vorstellung, aber sie haben ganz bestimmte Ziele. Und wenn sie merken, ich komme nicht ans Ziel, ich hocke ja eigentlich da in genau gleichen Sumpf wie der und der andere, ich meine, das kann ja einem ablöschen. Da kannst du irgendwann mal den Hut vortrühen und sagen, nein, ciao zusammen, ich gehe wieder in den Thurgau oder sonst irgendwo hin. Also ich finde, das schönste Beispiel ist der Christoph Blocher, Milliardär, die ganze SVP im Rücken. Ist Bundesrat geworden. Und was hat er genau verändert? Also ich sage nicht, er hat nichts verändert. Er hat beim EWR-Nein und so hat er die Schweiz verändert oder geprägt. Das ist ihm zu verdanken. Aber jetzt in seiner Art, das Bundesrat, das ist eine ehrliche Frage. Was ist übrig geblieben? Also was wäre in der Schweiz heute anders, wenn er nicht Bundesrat gewesen wäre? Kommt mir nichts in den Sinn. Keine Ahnung. Und vielleicht gibt es das. Aber mir kommt überhaupt nichts in den Sinn von irgendeinem Bundesrat, wenn ich sagen kann, dank dem, dass der Bundesrat war, ist jetzt das irgendwie besser.
Ich kann sagen, dass sie die sieben Zipfelkappen von Corona alles schlechter gemacht haben. Das ist unbestritten, glaube ich, wäre ein Kopf zum Denken. Aber ich wüsste nicht, was der Bloch erreicht hätte. Ich wüsste nicht, was der Köppel erreicht hätte. Vielleicht schon. Vielleicht haben sie wirklich ein Gesetz auf den Weg gebracht, wo irgendwie bahnbrechend sind, wo jetzt mein Leben irgendwie verbessert oder so. Mir kommt nichts in den Sinn. Mir kommt nicht einmal irgendein Gesetz in den Sinn, in den letzten 20 Jahren, wo mein Leben verbessert hätte. Kommt dir ein Gesetz in den Sinn, in den letzten 20 Jahren, wo mein Leben verbessert hat? Ja, ich komme da auf auch über, aber das ist nicht... Das ist vor 20 Jahren schon überkommen. Also die hättest du auch vor 20 Jahren schon überkommen. Aber das wäre der Judy gewesen, mal der hätte, wenn man das jetzt würde ich sagen, etwas verändert, was nachhaltig ist und jetzt noch funktioniert. Also, aber eben, wir sind uns einig, egal ob Köppel oder Bloch oder überhaupt jeder Politiker, es kommt uns beiden kein Gesetz in den letzten 20 Jahren, wo man sagen, dank dem ist mein Leben besser. Nein, sicher nicht. Das Einzige, ist schon wahnsinnig, oder? Ja, ja. Ist auch wahnsinnig. Wir zahlen Politiker, die nichts anderes machen, als Gesetz verabschieden. Wenn die Legislative, die nichts anderes macht, als Gesetz verabschieden. Aber sie verändern nichts. Außer dass sie uns mehr einengen und uns mehr Geld wegnehmen. Und nachher wird zum Teil zurückerstattet und nachher so tun, als ob sie uns etwas schenken. Ja gut, also ich meine, ich habe gerade heute gelesen, dass der Kriegeli Blocher 16 Milliarden hat in der Zwischenzeit. Und der Wehr wird bald sterben. Ja. Ja, ich meine, ohne Konter, ohne Gater. Mhm. Ja gut, also vielleicht lässt er ja, er hat ganz sicher seine Bildersammlung zurück und man kann auch auf sein Museum trampeln. Und das ist es dann nicht mehr gewesen. Und er hat den SVP erstarrt. Das ist schon etwas, so bleiben wird. Also ich glaube wirklich, dass Bloch der einzige Politiker in der Schweiz ist, der irgendwie Spuren hinterlässt, wenn er stirbt. Ja, das stimmt. Kann man sagen, für Teiler aller einzig. Ja, ja. Oder, wo man wirklich kann sagen. Oder? Und die richtige Linke, die es geht, wie ein Bodemau und so. Wo, aber weißt du, die immerhin noch, das sind ja richtige Linke gewesen. Heute gibt es die gar nicht mehr. Heute haben sie die ganze Kultur, den ganzen Kampf um soziale Gerechtigkeit, wo es ums Geld geht, was wirklich darum geht, dass die Arbeitnehmer, sag ich mal, dass denen besser geht. Also, das ist ja alles, der Kampf ist aufgeworden, ist alles nur noch Vogue. Ist nur noch der Bullshit, nur noch erfundene Probleme. Mhm. Statt die richtigen Probleme zu lösen, tun sie es ablenken mit Fake-Problemen und Milliarden werden voll nach oben verteilt. Aber da habe ich schon ein paar Mal gesagt. Eben. Das ist wirklich das, was ich, das ist auch übrig geblieben von Corona, von den 3 Jahren Widerstand. Das ist meine Erkenntnis. Mhm. Das ist einfach das. Es wird einfach wird immer neue Vorwand geben. Es gibt Ablenkungsmanöver mit diesen Vogue-Bullshit-Geschichten. Und es gibt aber Sachen wie Klima, wo einfach ein riesen Business ist, wo auch wieder Millionen, Milliarden, Billionen von nach oben verteilt werden. Es geht immer nur darum, das Geld in die richtige Flüsse zu lassen, weil die haben einfach nie genug Geld. Und das, was ich jetzt sage, ist eine urlinke Position, wenn man so will. Aber heute gilt man als rechtsextrem, wenn man so etwas sagt, wenn man Eliten kritisiert. Früher war man links, heute ist man rechts. Das ist alles Gaga geworden heute, oder? Ja gut, also ich muss schon sagen, für mich gibt es nicht links, nicht rechts. Ich schreibe zwar mit links, mit rechts. Mit links tue ich schneiden. Aber die meisten Leute mit rechts und wenn es Linke sind, auch mit rechts schreiben. Also du kannst das, es ist auch wieder so ein Grau-Ding. Du kannst doch mit vielleicht einem, der Bomben legt, oder? Und dann aus dieser Absicht heraus die Linke, dass der Staat muss zerstört werden, dass ich als Macho, als Linke, Marxismus, Leninismus etc., dass ich dort, ich lege jetzt eine Bombe und mache das, dass wir... Aber du leist Achtung, die Bundespolizei nehmen die Drohung ernst. Er sieht harmlos aus. Er meinte, er ist ein grosspappelig, aber er hat gerade gesagt, er lege eine Bombe. Also wird es besser, jetzt ist eben ein Haus zu suchen, ob er dort Sprengsätze findet. Ich finde es sehr bedrohlich, als er gerade im Gespräch jetzt gerade abläuft und ich glaube, auf YouTube laden können wir das nicht mehr. Oder habe ich das falsch verstanden? Ja, du hast das total. Ich habe nicht gesagt, ich tue eine Bombe. Wenn der würde eine Bombe legen aus dem aus der politische Sache raus, also Bombe, eben eine Bombe legen, dass er sein linke Gedankengut kann legen, dass es explodiert, dann was soll ich eigentlich wieder fragen? Ich weiß, ich kann nur sagen, etwas mit links und sozial. Links ist das Gegenteil von sozial und man muss unterscheiden, ob man Linke kritisiert oder ob man soziale Politik kritisiert. Ich bin einer von denen, wo, obwohl ich die Heilspartei gegründet habe, ich bin nicht gegen eine soziale Politik per se. Nur wenn wir einen Staat haben, der absolut nichts mehr Sinnvolles mit unserem Geld macht, sondern das Geld für asoziale Zwecke verwendet, dann muss man aus Notwehr quasi einfach freiheitlich
freiheitlich politisieren und dem Staat Macht wegnehmen, dem Bürger zurückgeben, damit er selber kann entscheiden, was mit seinem Geld passiert und er selber kann entscheiden, was er in seinem Leben will anstellen. Mhm. Gut. Wir müssen wechseln. Sonst wird es dann langsam. Sport? Nein. Wir können ja nicht immer über die Politik schnurren. Gut. Oder liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir müssen da jetzt mal schnell Windrichtung wechseln. Hast du ein Herz? Ein versteinertes Herz. Das wäre, glaube ich, etwas vom Schlimmsten, was wir vorwerfen können. Weil das Leben. Ich habe immer gesagt, oder, in Ziel für die Veränderung, jetzt immer leben. Ich habe immer Musik wollen, die Herz hat. Ich habe alle Arten von Musik gerne gehabt, außer die absolut coole. Das ist mir das ist wie tot. Oder? Das tot sich immer noch lang genug. Und das Herz ist am Schluss ja alles. Oder wenn man auf den Sinn des Lebens geht, am Schluss landet man beim Herz. Und dann ist auch der Verstand ein Instrument, das dich zu einem schönen Leben führen kann. Aber ein schönes Leben tust du, wenn du ein offenes Herz hast für Menschen. Oder für Tiere, für die Welt. Ich frage darum, also wenn du am Küchentisch sitzt und vielleicht auch da, dann geht es ja recht ab mit Fischen und Astlöcher. Fischen ist Ficken, meinst du? Mhm. Okay. Mhm. Und so sättigem Zeug. Und dann. Also du übertreibst das komplett. Ich habe während Corona, während die Arschlöcher ihren Arschlochismus übers Land ausgegossen haben, sehr viel geflucht. Aber ja. Aber ich fluche nicht, damit ich geflucht habe. Ich fluche dann, wenn das ein legitimes Instrument ist, zum Ausdrucken, was für psychopathische Sachen, bösartige und dumme Menschen mit anderen Menschen machen und eben immer so tun, als ob es die Guten wären. Das ist, dann fluche ich. Aber ich tue nicht aus Prinzip fluchen. Ich meine das in den wenigsten Sendungen fluchen. Ja, das meine ich auch nicht, sondern ist das auch ein Ausdruck von deinem Herz? Ist das ein Ausdruck von vorher haben wir über eine Explosion geredet. Ist das auch eine Explosion, wo du sagst, nicht so mit mir? Ganz am Anfang von Corona, als ich anfange, ein bisschen die Aktion finde, hat ein guter Freund zu mir gesagt, Dani, du nicht fluchen, du kommst in die Arena. Dann habe ich gesagt, fick die Arena, komm nicht in die Arena. Oder? Und dann habe ich immer Post bekommen, bitte nicht fluchen, ich kann es mit meiner Mutter teilen, du nicht fluchen, blablabla. Und später hat er das gewendet, heute findet es gut. Aber die meisten, die übrig geblieben sind oder jetzt schauen, aber ist nicht wichtig, ob sie es gut oder schlecht finden. Die Sache ist, es gibt im Marketing ein Sprech heute. Bis authentisch. Und dann hat alles das Gefühl, ja genau, ich bin authentisch. Und dann gehen sie vor das Mikrofon an und sind authentisch, aber sie fluchen nicht. Sie sind authentisch, aber selbst sagen es nicht. Und das ist eine Fake-Authentizität. Oder? Also du kannst entweder willst du einen authentischen Mensch haben, der sagt, was er denkt und denkt, was er sagt. Oder du willst keinen authentischen Mensch und dann kannst du Schweizer Fernsehen schauen. Alles unauthentische Leute. Oder? Und das Erfolgsrezept von meinem Kanal, das ist zweifellos. Eine von der tragenden Säulen ist, dass ich probiere, authentisch zu sein. Und dann gibt es halt mich in dem richtigen Moment fluchend, wenn ich wirklich will fluchen. Und aber auch nicht fluchend und nachdenklich, wenn ich das nicht will. Und wenn du sagst, mach genau gleich weiter, aber fluch nicht mehr, dann ist es ja schon nicht mehr authentisch. Oder? Dann ist schon wieder etwas, eine Selbstzensur da oder eine Fremdzensur da. Und darum ist es für mich auch nicht möglich, für eine Weltwoche zu arbeiten. Oder für eine Nebenspalte. Nicht, dass sie mich gefragt hätten, aber ich könnte nicht arbeiten, weil dann würde es heissen, ja, ist gut, mach deine Interviews, aber du das nicht machen und selbst nicht sagen. Sonst kannst du auch bleiben authentisch, wie du bist, aber mach das nicht. Ja, da ist dann nicht mehr ich und dann geht das dort. Also die meisten, die authentisch sind, sind falsche Hunde? Nein, die meisten Leute, die behaupten, sind authentisch, die haben gar nicht verstanden, was der Begriff bedeutet. Ich glaube, die meisten Leute, die über Authentizität reden, verstehen nicht, was das heisst. Die brauchen das. Und Profis darunter, die PR-Menschen oder die Marketing-Menschen, die haben das Gefühl, dass die Authentizität so etwas wie ein Instrument ist, das zu einem gewissen Grad nützlich ist. Aber einen gewissen Grad von Authentizität gibt es nicht. Entweder ist man authentisch oder nicht, man ist schwanger oder nicht. Und da muss man sich einfach, ja.
Ich glaube, dass man mit inauthentischem Verhalten auch kann Leute erreichen kann. Aber dann sollte man beim Mainstream sein, der von Natur aus eine gewisse Reichweite hat. Wenn du auf einem YouTube-Kanal Erfolg haben willst, ich wüsste es gar nicht. Ich muss gerade überlegen, wer unauthentisch ist, der im deutschen oder amerikanischen Sprachraum wirklich durchgestartet ist mit Erfolg. Ich glaube, all die Politikblogger und so, die ich kenne, ich nehme denen ab, dass die sehr links oder sehr rechts oder sehr weiß ich was sind. Und das ist das Rezept. Du kannst schon so ein 10 vor 10 Fuzzi sein und dort so staatstragend Schwiegersöhnlich spielen und du hast auch deine Einschaltquote, wobei auch die relativ gering sind. Eine Arena hat, glaube ich, mit Online-Klicks oder so gerechnet, haben ja etwa 160'000 Zuschauer. Ja. Ja, nichts mehr. Oder haben wir fast 1 Million gehabt. Die haben Konkurrenz. Von wem haben sie Konkurrenz? Von Online-Medien. Was heisst Online-Medien? Authentizität. Zum grossen Grad würde ich sagen, ist Authentizität. Und das ist da, was ihnen das Wasser abgraben. Da können sie zwar immer eine Reichweite erzwingen mit ihrer mit Macht vom Geld, aber sagen wir, während Corona hat eine Arena vielleicht noch etwa 8-mal mehr Zuschauer gehabt als eine normale Stricker-TV-Sendung. Muss man mal überlegen. Die haben alle grossen Namen, alle Parteipräsidenten, alle Firmenlenker und die haben dort ein Studio und haben dort 50 Mitarbeiter, keine Ahnung was, haben eine Redaktion, die vorbereiten, haben Marketing-Power, können die Sendung anteasen in der Tagesschau und so weiter und haben 160'000 Zuschauer. Oder ein Gredig hat glaube ich etwa 20'000-25'000 Zuschauer. Der langweiligste Interviewgeber, den man sich überhaupt vorstellen kann. Der hat blöd gesagt, etwas doppelt von der Reichweite von ihm. Also er hat die besten Gäste, immer einen Gast, den er hat. Und ich habe die gleiche Einschlagquote wie er über YouTube, aus dem Stand raus. Weil er nicht, weil er mit seiner Inauthentizität nur Erfolg hat, weil er im Mainstream innen ist. Und darum hat er noch Reichweite. Und da muss man am Schawinski schon zu gut halten. Schawinski ist in seiner Borniertheit wieder authentisch. Ich glaube, dass der so borniert ist. Ja, ja. Und das unterscheidet jetzt ihn von sehr vielen anderen, die so staatstragend tun, mit dem eben schwiegersöhnlichen Charakter vor der Kamera stehen oder Schwiegertöchterli. Also grässliches Zeug. Ich glaube schon eine Sekunde, dass das wirklich die Menschen sind, die du im Alltag so begegnest. Die haben wie eine Maske auf. Und dafür nehmen die Leute einfach größtenteils genug. Die Leute in den Altersheim nicht, die kennen YouTube und so noch nicht so gut, darum schauen sie es noch. Und darum ist der durchschnittliche Schweizer Fernsehzuschauer schon über 60 mittlerweile. Wer? Der durchschnittliche Schweizer Fernsehzuschauer ist schon über 60 mittlerweile. Ich schaue es auch nicht mehr. Ich weiß es auch nicht. Was habe ich? Jetzt bin ich rausgefallen. Ja, ich habe jetzt lang geredet. Nein, du redest. Authentizität. Ja. Aber. Also, es ist so, wenn ich also einem Tagesschausprecher die Hand gebe, dann muss ich damit rechnen, dass es ziemlich schleimig abgeht. Also, dass ich habe schon gehört, dass die Mitarbeiter, die vor der Kamera stehen, im Schweizer Fernsehen, gar nicht Säugetier sind, sondern Wirbellose. Aha. Ja, gehört zu den Wirbellosen. Darum haben sie Erfolg. Ja. Also, darum kommen jetzt die Leiterli auf und können nachher die erzwungene Reichweite, die sie mit ihren Milliarden haben, können sie dann nachher. Aber mit Rückgrat kommst du im Schweizer Fernsehen leider nicht vor die Kamera. Ja, gut. Der Martin Hasler war auch bei dir. Hexenkessel. Ja, kenne ich. Sehr sympathisch. Ist ein guter Kollege und Freund von mir. Also er kommt ja eigentlich, gerade wegen diesen Sachen hat er gesagt, schau zusammen jetzt gar nicht, ihr seid einfach eine Soulbande. Ihr tönt uns eigentlich mit, ja, ihr belügt uns von A bis Z. Und jetzt die Frage, wie ist es mit den alternativen Medien? Sind die unterwandert? Sind die echt? Sind die, was soll ich sagen, sind die Schrott oder nicht Schrott? Jetzt mache ich mich sehr unbeliebt, aber ich würde sagen, das Problem ist, dass 95% der Massenmedien mischt ist und 95% der alternativen Medien ist es auch. Nicht unbedingt die wirklich nachhaltig Erfolg haben. Da meine ich ausdrücklich nicht mich. Ich habe nicht nachhaltig Erfolg, nicht seit 3 Jahren. Ich glaube, dort ist wirklich Substanz ein Stück weit auch rum. Aber es gibt in den alternativen Medien so viel Humbug und Habakuk und Blödsinn. Es hat alles, es hat auf eine andere Art Angst verbreitet. Also nur darum, weil etwas alternativ ist, ist es nicht besser. Ich glaube wirklich, dass es ein unglaublich schmaler Grat ist, in der Medienlandschaft die Sachen zu finden,
wo auf, wie soll ich sagen, wo freiwillig auf Klicks verzichtet oder wo, weil sie wissen, dass es keine ehrlichen Klicks sind. Wie soll ich sagen, es wird so viel Mist verbreitet. Ich könnte jetzt nicht sagen, ich finde zum Beispiel, ich selber finde zum Beispiel, dass der ganze Chemtrails-Zeug ein völliger Habakuck ist. Weil seit ich ein kleines Kind bin, sehe ich die Flugzeuge in jeder Wetterlage, haben die einen Strahl hinten dran oder nicht. Manchmal fliegen Flugzeuge in verschiedener Höhe, damit der eine strahlt, der andere nicht. Das finde ich plausibel, dass niemand die ganze, seit Jahrzehnten die ganze Menschheit will vergiften, weil er selber vergiftet sich dann auch und so weiter. Das ist für mich jetzt einfach ein absoluter Habakuck, oder? Aber wenn du in diese Sphäre reingehst, da findest du gewisse Leute, die das glauben. Und die kannst du bedienen. Und du hast sehr schnell sehr viel mehr Klicks, wenn du dich, sag jetzt mal, wirklich auf Hypothesen versteigst. Weißt, ohne harte, kalte, nackte Fakten, wirklich, wenn man sagt, wie, was wäre, wenn. Das ist auch legitim journalistisch, dass man überlegt, was ist der Grund, dass der Putin das macht, was ist der Grund, dass es das... Das ist alles okay. Aber wenn man quasi ein Geschäftsmodell daraus macht, einfach zu wehrweisen, oder? Dann, um Punkte zu verbinden, wo man nicht wirklich weiss, ob man es verbinden darf. Aber einfach so tut, als ob das logisch ist, weil der jetzt in Davos am WEF war, ist er ein Böse. Und weil der jetzt das gemacht hat, ist so. Und die kennen sich vom Kegeln her oder vom Golfclub und darum spannen die zusammenspannen. Und wenn man es einfach so. Das kann ja stimmen. Und es ist ja okay, darüber zu sinnieren. Aber das als Fakten verkaufen und nach einer Angst und Panik schüren oder auch wieder ein simplifiziertes Weltbild auf die andere Seite. Oder das Mainstream hat ein einfaches Weltbild, aber auch in den Alternativmedien gibt es ein einfaches Weltbild, dass quasi alles passiert im Silicon Valley, alles ist nur mehr gesteuert und so, gibt keinen Wettbewerb mehr. Oder? Und der Putin, der gehört auch zum WEF und das ist nur mehr alles ein Schauspiel und so. Da gibt es auf den Orten, wo ich mich nicht mehr wohlfühle und aber wo ich weiss, ich könnte viel Klicks zugewinnen, wenn wir anfangen, viel mehr das reinhauen. Du hast selber gesagt, der Regenauer, Oliver Regenauer, Tom Oliver Regenauer, super Gesprächsgast, wirklich super. Und der sagt da Sachen, die ich nicht gewusst habe und die allermeisten Sachen, die ich weiss, die stimmen auch. Und er erzählt es aber in einen Zusammenhang stellen und als eine Art Sicherheit verkaufen, wo dann ein Stück weit dann absolut faszinierend ist und absolut inspirierend auch, oder? Aber ich selber komme nach dem Gespräch zum Schluss, dass ich finde, es stimmt zwar alles, was er sagt, aber die Punkte, die er verbindet, ich habe nicht durchschaut, dass es legitim ist, das zu machen. Oder wenn sie über die Elon Musk schlecht redet oder so, wo ich mir jetzt wirklich gut auskenne mit hunderten Stunden Interviews und so, denke ich einfach, ja, ich weiß, was du meinst, ist klar, er macht da Neuralink, er macht da Elektroauto, er tut da Satelliten machen. Man kann da Lichtpunkte verbinden und sagen, er ist der neue Teufel. Aber die Evidenz fehlt am Schluss dann eben doch. Und darum, die Art, die findet sich in den alternativen Medien extrem. Oder? Und im Mainstream findet sich eine Plattheit vom Denken, die extrem ist. Also ist quasi, die Welt ist ein Chaos und dann hast du den Mainstream, das ist alles jetzt live am Denken, stimmt nicht, was ich sage. Der Mainstream, der alles kanalisiert und als einfaches Räubergeschichte oder als ein Märchen erzählt vom Einschlafen. Und dann hast du die Leute, die das Chaos nehmen und zusammenstecken und immer nur das Bösartigste und das Teufligste rausinterpretieren und auch so Erfolg haben. Und ich glaube, zwischen ihnen gibt es eine Wahrheit. Und die Wahrheit zu finden ist fast unmöglich. Man kann sich nur probieren, deren anzunähern. Und legitim ist es halt, wirklich mit harten, kalten, nackten Fakten zu arbeiten und nicht mit Schlussfolgerungen, die nicht beleidigt sind am Schluss. Also Mainstream wie alternativ macht Angst, produziert Angst. Das wüssten wir ja, dass wir, wenn wir Angst haben, dann sind wir eben das Völkli, das schön Wu-Wu macht. Und die lieben Alternativen machen dir das auch auf eine Art. Macht auch Angst. Nicht alle, wie gesagt. Ja, nein. Also eben die 95%, vielleicht in diesen 95% rein schwimmt das.
Und die restlichen 5%, wo du dazugehörst, die bringen die nackten Fakten. Aber die hat man nicht so gern, die nackten Fakten. Sondern die will man will das ja gar nicht hören. Das Problem ist halt, wenn man es nicht fertig erzählt, nur die Fakten präsentiert, dann muss man es selber fertig denken. Ist es ein bisschen angenehmer, wenn man es fertig denkt, serviert überkommt, wie eine Fertigmahlzeit. Einfach kannst du in Mikrowelle tun. Und ich verstehe das Bedürfnis, oder? Und ich finde, es funktioniert zum Teil auch, wenn du einfach dir die Zeit nimmst, Quellen zu finden, Sender zu finden oder Medienschaffende zu finden. Oder weißt du, der Journalist der hat jetzt so viele Sachen gesagt, ich habe es überprüft. Das ist von Glenn Greenwald oder ein Mathe, wie heisst der? Weiss nicht, also der Grey Zone. Die haben so oft Sachen gesagt, wo ich denke, das ist jetzt schräg und komisch, das stimmt doch nicht. Ich habe es nachgeforscht und es hat immer gestimmt. Da finde ich es legitim, dass man einmal sagen kann, wenn Glenn Greenwald etwas raushaut, dann glaube ich das grundsätzlich einmal. Oder? Außer es kommt ein gutes Gegenargument, dann würde ich forschen gehen. Und das ist schon legitim, das zu machen. Aber ich glaube, die allermeisten Leute, die dürfen sich nicht unbedingt dort aufhalten, wo sie lange genug Quellen geprüft haben, um zu finden, ob es stimmt oder nicht. Sondern sie haben einfach geschaut, ist mir der, der redet, sympathisch. Oder gibt die Sendung, die er mir macht, gibt das bei mir eine Endorphinausschüttung? Oder gibt es mir eben sogar Angstausschüttung, die mich nicht wieder fesselt? Oder man kann, ich erinnere junge Frauen in meiner Videothek immer Horrorfilm gemietet. Weil sie bis schwanger geworden sind, dann haben sie aufgehört. Aber den Horrorfilm haben sie gemietet, weil es fasziniert hat. Und ich glaube, das ist etwas so ähnliches und Masse, wo die Alternativmedien zu allem machen. Sie sollen einen Horrorfilm präsentieren, wo dich ein Stück weit festhält. Und das gibt Klicks, das wird teilt, das wird emotionalisieren. Und ich probiere, den schmalen Weg zwischen ihnen zu finden und probiere das halt trotzdem emotionalisierend überzubringen, indem sie auf Twitter trollen oder das ist zuspitzen. Aber ich probiere das zu machen mit handwerklichen Methoden auf der Meta-Ebene, sage ich mal. Ich probiere nicht, die Substanz selber zu verfremden. Ich probiere nicht, ein Schlagziel zu setzen, wo ich nachher nicht in der Sendung erhärte, dass sie stimmt. Oder ich sage nicht, das ist Kunst. Es gibt aber immer noch genug Möglichkeiten, die Leute anzulocken mit seriösem Journalismus, wo man kann trotzdem attraktiv verkaufen kann, mit Humor, mit Gesprächen, mit interessanten Gesprächen und so weiter. Und ich probiere das. Ich sage nicht, dass es immer gelingt, aber ich glaube, das sollte das Ziel sein von jedem Medienschaffenden, dass er bei der Wahrheit bleibt und Hypothesen anstellt, aber sie nicht als Wahrheit verkauft, wenn er es wirklich kann belegen kann, dass es Wahrheit ist. Also das klingt dir auch. Also ich wollte jetzt nicht Schleim, sondern ganz einfach, ganz klar, das klingt dir auch. Weil du kommst wirklich authentisch über. Also jetzt wirklich, Dani, weißt du, wie ich ein Leben schlägt, sondern das meine ich ehrlich. Gut, vielleicht sage ich dann, was hat er jetzt gesagt? Ja, jetzt ist er überhaupt schon. Ja, Moment mal. Ich könnte ja selber mal schauen, dann könnte ich dir ein Mail schicken und sagen, hey, Dani, jetzt bist du wirklich neben der Schuhe gewesen. Ach ja, ich bin ganz sicher öfters neben der Schuhe, weil ich habe blinde Flecken. Oder jetzt sage ich mit dem Chemtrails, es kann wirklich sein, dass ich da irgendwie einen blinden Fleck habe und das jetzt schnell. Und da hat mir mein Bruder etwas Schlaues gesagt, er hat gelernt, nur noch zur Kenntnis zu nehmen. Der Mensch hat das Bedürfnis, immer alles zu schubladisieren und einzuordnen. Wenn du etwas hörst von Reptiloiden und weiß ich was und Außerirdischen und genau. Kann man einfach wegwischen. Ich sage mal, bei Reptiloiden hört es mir auch auf. Aber grundsätzlich habe ich aufgehört zu schubladisieren. Ich habe angefangen, einfach nur noch zur Kenntnis zu nehmen und vielleicht 2-3 Jahre später stolper wieder über etwas und dann stolper wieder über etwas und plötzlich finde ich, oh, interessant, das hätte ich jetzt vor 3 Jahren noch völlig als lächerlich empfunden und heute glaube ich das. Und darum, also eben, es einmal macht es, deckt sich irgendwie. Genau, man sollte aufhören, über alles gerade ein Urteil zu fällen wollen. Weil man weiß es oft einfach nicht. Und man muss sich mit dem, das ist ein unschönes Gefühl, das es im Menschen gibt, etwas nicht zu wissen. Man will alles wissen. Das ist der Trick auf der Massenmedien, sie erklären dir alles. Und du hast alles einordnet, Putin böse, Zelensky ein Held und so weiter. Da können sie einfach verkaufen und das funktioniert. Und viel, viel anstrengender ist halt eben, in eine Situation zu kommen, wo du sagen musst, jawohl, ich muss mich charakterlich oder wie immer menschlich so weiterentwickeln, dass ich auch eine Ungewissheit kann stehen lassen.
Und das fällt den meisten Leuten sehr, sehr schwer, mir auch. Ja, gut. Also ich habe jetzt da vor meinem Mund, von meiner Schnur, einen Filter. Also du musst auch, also wir müssen eigentlich alle ja einen Filter haben und durch den Filter irgendetwas runterlassen. Und dann auch schauen, was bleibt zurück. Also nicht wie der Typ da in der ehemaligen DDR, der sagt, es hätte... Kannst du das erklären? Ich bin dafür, dass wir probieren, die Filter alle zu entfernen. Okay, aber ich meine, Filter in dem Sinn, du willst ja eigentlich auch spüren, was ist jetzt richtig und was ist nicht richtig. Also du musst ja filtern auf eine Art. Du kannst ja nicht einfach sagen, das tust du eben gerade nicht. Sondern du tust ja mit dem, dass du versuchst, dich auch zu informieren, dann fängst du an filtern. Ja, das ist aber etwas anderes, ob das Filtern zum Mund rauskommt oder zum Hirn hineingeht. Du musst aussortieren, aber der Filter findet ja noch... Jemand hat mal gesagt, lustig, wie jemand bei der Corona-Debatte auf der völlig anderen Seite ist, man sollte sich immer mit den besten, 10% von seiner Zeit sollte man mit den besten Argumenten von seinen Gegnern verbringen. Oder? Also wenn du zum Beispiel Atheist bist, solltest du 10% von deinem Denken mit leidenschaftlichen Christen und ihren Argumenten verbringen. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Rat, dass man versucht, die blinden Flecken bei sich selber zu finden, die man wahrscheinlich auch hat. Oder? Und nicht einfach immer alles wegzuwerfen. Also es gibt ja sehr gescheite Leute, die sehr komische Gedanken haben. Und es lohnt sich eben wirklich, einen gewissen Prozentsatz, wenn es nur, ich denke, 10% langt, aber so 10% investiert, um herauszufinden, was ist das beste Argument und wo liege ich vielleicht falsch. Oder? Ja, es war ja mal ein Gast da, der gesagt hat, es sei alles nur Theater. Ich weiß nicht mehr, wie er geheißen hat. Also, ist das der Regenauer gewesen? Einer, der gesagt hat, ja, Putin Theater, einfach zum Verdienen. Ah, der Christian Oesch. Ja, der Christian Oesch. Dort bist du aufgesprungen und hast gesagt, das kann ich nicht glauben. Also aufgesprungen bin ich nicht, aber genau, ich kann es nicht glauben. Also im geistigen Sinne. Ich glaube nicht, dass der Putin, und da jetzt mit seinem Volk passiert, dass er das alles über sich ergehen lässt, die Demütigungen und die Ausgrenzung und die Primitivität, weil er da bei einem Spiel mitspielt, wo der 70-jährige Putin jetzt in der langfristig profitieren kann. Der ist Präsident von einem Staat, der ist eine historische Figur. Wieso soll er das mit sich machen lassen? Einfach nur zum ein Game spielen. Was ist auch der Vorteil von dem Game? Also zum die Leute ablenken oder also. Da fehlt mir. Ich sage nicht, dass es nicht stimmt. Ich sage nur, da fehlt mir jetzt einfach wirklich wieder die Evidenz. Und dann muss ich sagen, wer behauptet hat zu beweisen und das zu beweisen, das denke ich, das ist ein sehr, sehr langer Weg. Mhm. Ja, stimmt natürlich. Also ich kann also mit dem Oesch, hat er geheißen. Ja. Kann ich auch nicht einigen. Spielt keine Rolle. Weg mit. Die berühmte Frage, die dir immer wieder gestellt wird, es gibt einfach immer wieder die gleichen Fragen. Zum Beispiel, glaubst du an Gott? Oh, willst du das Thema aufmachen? Nein. Ja, du sagst immer, du sagst Atheist. Ich bin Agnostiker. Also, ich weiss das ja auch nicht. Sag mal, was ein Agnostiker ist. Ich weiss nicht. Ein Agnostiker ist einer, der vereinfacht gesagt formuliert, sagt, ich weiss nicht, ob es einen Gott gibt, das ist mir egal. Okay. Er hat eine gewisse Gleichgültigkeit. Ein Atheist sagt, es gibt keinen Gott, ich weiß es. Und das ist unredlich. Natürlich weiß man das nicht. Es gibt ja die. Wie hat das gemacht? Ein berühmter Mathematiker, Russell, Bertrand Russell, der hat gesagt, wenn ich behaupte, irgendwo im All schwebt eine Teekanne umeinander, die aber zu klein ist, mit dem besten Instrument auf dem Planeten, von der Erde, die überhaupt zu sehen, dann kannst du mich nicht widerlegen. Und so kann man nicht widerlegen, wenn du sagst, es gibt einen Gott. Also deine Aufgabe ist natürlich als Religiöse, eine Hypothese aufzustellen, die sich widerlegen lässt. Eine Hypothese, das ist eine Aufgabe für einen Wissenschaftler. Ein Religiöser macht es sich einfach und sagt, ich stelle Hypothesen auf, die sich nicht widerlegen lässt. Dass irgendwo im Universum eine Teekanne rumfliegt, das kann niemand beweisen, kann niemand widerlegen. Und darum ist es aus meiner Sicht eine wertlose Behauptung.
wie es der Bertrand Russell formuliert hat. Und darum ist auch die Behauptung, es gibt einen Gott, ist eine wertlose Behauptung. Ich würde eine Behauptung formuliert haben auf eine Art, dass man sich auch verifizieren oder falsifizieren kann. Und sonst ist es einfach eine wertlose Behauptung. Und wer behauptet, hat zu beweisen, wenn du einfach etwas behauptest. Ich kann auch etwas behaupten. Wenn du sagst, es gibt einen Gott, dann sage ich, es gibt ein Spaghetti-Monster. Oder gibt es auch eine Religion? Vom Spaghetti-Monster. Kannst auch nicht beweisen und widerlegen. Ist der gleiche Blödsinn. Nur ist das Satire bewusst so aufgeleistet. Und das gleiche ist mit dem Christentum und so weiter. Ich habe einen LSD-Trip gemacht und seitdem, ich weiss, ich kann nur argumentieren wie ein Esoteriker. Alles ist Eis, Energie, alles fließt und so. Die Erkenntnis habe ich jetzt auch selber gemacht, im eigenen Körper. Ich habe sie gespürt und ich habe sie als wahr befunden. Aber darüber aus, über das absolut abstrakte Denken aus, und spüren aus, ist einfach alles eine leere Behauptung am Schluss. Dass der Papel im Himmel ist, dass er unsere Bibel geschrieben hat und so weiter und dass man es wörtlich nehmen und das irgendwas und diese Passage hat mehr Gewicht als die anderen. Und das ist alles Habakuk für mich. Also er hat sowieso die Bibel nicht geschrieben. Ja, das sagst du, ja. Am anderen Seite. Er hat schreiben lassen. Inspiriert von Gott. Dass aber die Bibel viele Apokryphen hat, die weggefallen sind, ich weiß nicht, unter welchem Papst, unter welchem Kaiser, aber Augustinus oder so, das Konzil von Nicäa, glaube ich, 300 irgendwas, 312, ja. Hat man gerade festgelegt, oder 60, keine Ahnung, hat man festgelegt, was in die Bibel kommt und was nicht. Und dann ist das Testament von Judas nicht mehr drin und das Testament von den anderen Galeuren. Du kannst das Neue Testament sowieso vergessen. Jesus war ein wunderschöner Sozialrevolutionär gewesen. Aber einen dreieinigen Gott gibt es nicht. Also, ja, das ist ja deine Meinung, oder? Also, da ist mir scheißegal, oder? Ja, aber ich will damit sagen, eben, es ist einfach müßig, über das zu reden. Ich glaube auch, dass... Nein, eben, darum sage ich, es ist wieder so ein Scheiß. Immer wieder die gleiche Scheißfrage. Glaubst du an Gott, oder? Was denkst du von ihm? Dann sag mir, was du mit Gott meinst. Aber ehrlich gesagt, es ist mittlerweile für mich wieder eine langweilige Debatte eben, geworden. Eben, und darum hören wir jetzt auf. Weil, was soll ich sagen? Weil dann geht es weiter und es geht weiter und es geht in etwas... Eben, dann wird es langweilig. Mach mal eine religiöse Sendung, nur zu dem Thema. Da kann ich den Leuten verschonen, die das nicht hören wollen, weil es ist wirklich... Nein, es ist einfach... Verstehst du, darum wollte ich eigentlich nicht so anfangen, wie geht es dir? Darum wollte ich auch nicht so anfangen, hey, liebe Dani, sag doch mal, was hast du alles so erlebt in deinem Leben? Wo bist du geklebt? An der Straße? Nein, sowieso nie. Aber sag mal... Ja, wann hast du deine erste Freundin gelernt kennen? Das sind alles so flache, blöde Fragen. Und jetzt ist es eigentlich, wo findet der Frager für den Befragten die richtigen Fragen? So, dass ich dich packen kann. Wieso willst du mich denn packen? Was, hast du das Gefühl, es gibt da etwas zum Packen? Natürlich. Also hast du das Gefühl, dass es da wie ein düsteres Geheimnis gibt hinter meiner Fassade? Nein. Oder? Nein, ganz sicher nicht. Was soll hinter dir schon sein? Ein leere, eine wabernde Leere in meinem Hirn wahrscheinlich. Nein, also ich weiß nicht, den Anspruch zu haben, in einem Interview quasi können. Wie hast du vorhin gesagt, also nicht hinter der Fassade gesehen, also quasi eine Frage stellen, quasi so eine alles entlarvende Frage oder so. Ich glaube, das ist, da hat man ein zweifaches Weltbild vom Gegenüber. Oder nein, ein zweifaches Bild vom Gegenüber. Ich glaube nicht, dass das gibt. Also ich glaube nicht, dass, wenn man ein Interview will machen, das wirklich gelungen ist, glaube ich nicht, dass es darum geht, irgendetwas zu enthüllen, das man selber nicht viel Preis geben. Also. Ja, ist vielleicht auch eine Form von Journalismus, die mir einfach nicht so gefällt. Nein, es geht vielleicht gar nicht um das. Sondern, dass der das Interview macht, dich so packen kann, dass du vielleicht über etwas redest, was du noch nie geredet hast, aber etwas, was du rausgeben kannst. Also, geht es einfach darum, einem anderen ein gutes Gefühl geben, damit er sich frei entfalten kann, aufblühen kann. Genau. Das ist doch ausreichend. Ich glaube nicht, dass es... Eben, es gibt den Schawinski-Approach, also quasi immer das Negativste am Gegenüber unterstellen, zu denken, also man sagt, ist eh gelogen. Wenn man so ein Interview geht, dann gibt es unterhaltsame Gespräche, aber nur im Formalen. Inhaltlich ist es belanglos. Und das andere bei uns jetzt ist jetzt, denke ich mal,
rhetorisch nicht sehr interessant, weil man nicht kann schauen, wie man für Tricks man jetzt probiert, die anderen reinzulegen. Wir reden einfach, wie man normal miteinander redet. Ist darum, sage ich mal, formal langweilig. Ja. Aber dafür hat es für die inhaltliche Substanz. Und das ist am Schluss das, was das Fleisch im Knochen ist, das ist das, was Substanz hat. Und das ist das, was, glaube ich, Leute langfristig auch zufrieden macht. Also es gab im Schawinski kann man auf den Knöpfchen drücken und da kommt so ein schöner Bildschirm ab. Schauen Sie, Sie haben dort Porno mal. Und Liebe. Ja. Nur ist Porno besser als Schawinski, das ist, muss man noch sagen. Also, ich würde kein Porno sehen mit dem Schawinski, wie können wir das heute drunter tun? Ja gut, also man muss eine Packung Viagra schicken. Dann hat er vielleicht noch Freude. Aber eben, dass es nicht lang... Das ist ein Velofahrer, gell? Der hat schon ausgetan, weil er den Viagra braucht. Ah, das ist ein Velofahrer? Ja, ich glaube, der ist sehr, sehr fit. Der ist, glaube ich, schon 80 jetzt. Ja, ja. Also man muss schon sagen, bei aller Kritik von Schawinski, ich respektiere ihn für seinen Lebenslauf. Er hat grossartige Sachen geleistet. Er ist einfach die letzten 20 Jahre wirklich zu einem so borniert worden und so limitiert, dass man Angst macht. Ich würde ihn so gerne interviewen. Kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Also nicht er mich, ich ihn. Wir sollen wirklich Wunder nehmen, was dahinter steckt. Ja, was würdest du denn da fragen? Das ist schnell keine magische Frage, oder? Aber wie wirklich den Menschen kennenzulernen und zu versuchen, was fast unmöglich ist. Ich habe das Gefühl, er ist nur noch zynisch und ist nur noch verurteilend und ist nur noch allwissend und ist einfach ganz... Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der so einen spannenden Lebenslauf hat, so ein langweiliger Mensch ist. Weil wenn ich ihn in den Interviews höre, er ist nur langweilig. Er ist gebildet, ja, er weiß viel. Aber ich habe niemanden, der so viel weiß und am Schluss so uninspirierend ist für alle, was er sagt. Das ist so leer. Und ich glaube, da gäbe es ein schönes Gespräch mit ihm. Aber ich kenne Dani Ambühl und der kennt den Schawinski. Und der Schawinski hat ihm gesagt, ich habe Bedürfnis, mir aufzutreten. Was ich auch verstehen kann, weil er meint, ich sei ein Arschloch, weil er in seinem Dogmatismus so gefangen ist, dass er das Gefühl hat, ich sehe einfach nur ein böser Mensch oder so. Ja, klar. Und das ist so. Er ist für mich in dem Sinn traurig. Weißt du, ich weiss, wenn er Radio 24 verkauft hat, weiss, Termedia oder der Ringe, keine Ahnung. Da hat er allen Mitarbeitern Geld geschenkt. Und zwar grosse Beträge. Viele Millionen hat er von seinem Verkauf, ich glaube 100 Millionen verdient hat. Ich bin mir ganz sicher, 10 oder 20 Millionen hat er abgedruckt von seinen Mitarbeitern. Hochsozial, total sympathisch. Und ich hatte, als ich klein war, oder jung war, 17, 20, ich habe das verschlungen. Ich habe den wirklich super gefunden. Und darum ist es so traurig heute, das so anzuschauen, was aus ihm geworden ist. Dort wieder kein Erfolg hätte, er hat immer noch viel Erfolg und so. Aber es ist so, so langweilig. So, ja, traurig. Findest du nicht? Findest du ihn, also ich finde es schon spannend, eben formal, wenn er die Leute fertig macht und so. Das hat mich wie lange interessiert, aber heute interessiert es mich nicht mehr. Es ist nur ein Unterbrechen und es ist wie einfach Zeitverschwendung. Ich kann nicht mehr mit dem anfangen. Ja. Weil, genau, ist es einmal anders gegangen? Ja, sicher. Also insbesondere dann, wo er mal eben, also mit dem Andreas Thiel, das habe ich wahnsinnig gefunden, oder nicht wahnsinnig, sondern zerstörend. Das ist ein Gespräch gewesen, wo er eigentlich eine Maske fallen lassen hat, wo man vorher nicht gesehen hat. Aber soll ich etwas sagen? Soll ich etwas ganz Schlimmes erzählen? Ich habe das hier gesehen und ich war auf der Seite des Schawinski gewesen. Das war noch so gewesen, vor 10, 15 Jahren. Ich habe das gesehen, ich war bei Freidenker gewesen. Ich bin für die Training von Kirchen und Staat und so weiter. Und ich finde, der Inhalt hätte Thiel recht gehabt mit dem, was er sagt. Ja, aber ich habe immer gefunden, es ist eine absolut unnötige Provokation von Muslimen. Das habe ich so empfunden. Mhm. Und ich habe ihn eisern verteidigt, den Schawinski. Und ich habe Thiel verurteilt. Und ich habe dann in Zusammenhang mit Corona, vor 3-4 Jahren oder so, vor 2-3 Jahren, bevor der Andreas Thiel erst gekommen ist, von jetzt sage ich das Interview nochmal. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, wenn ich den Schawinski verteidigen konnte. Aber ich muss sagen, ich habe mich auch so verändert. Es ist manchmal auch, es macht richtig bescheiden, zum sehen, wie man selber mit seiner Meinung kann ändern kann. Und da kann man auch Schwäche anschauen, dass man so ein Flipflopper ist. Aber man kann es auch als Stärke sehen, dass man sich eben weiterentwickelt. Und das ist genau das, was ich dem Schawinski jetzt vorwerfen kann, dass der sich einfach wirklich nicht mehr weiterentwickelt. Also ich sehe nichts, ich sehe keinen Fortschritt in seinem Denken. Irgendwie er hat einfach sein Weltbild, gut und böse, dumm und gescheit, Wissenschaft und Dubelis und Schwurbler und Verbrecher und Heilige und ist einfach so, bah. Ja. Also
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch einen anderen Dani Stricker geglaubt, vor mir zu haben, bevor ich daher gekommen bin. Jetzt im Ernst? Aber ja. Du hast ja jetzt so viele Interviews gesehen von mir. Und Ja, doch. Also ja. Und das ist hoffentlich... In den letzten 3 Tagen habe ich mindestens, sagen wir mal, 24 Stunden oder länger dich gehört und geschaut, okay. Um ein Profil zu bekommen. Und da war, wenn ich halt behaupte, ich bin authentisch, ja. Dann muss ich das eigentlich enttäuschen, dass dein Bild sich geändert hat. Es würde mich sehr wundern, was sich zum Guten oder zum Schlechten verändert hat im Vergleich zu den Sendungen, wo du mir nicht in die Augen geschaut hast, sondern einfach nur zugeschaut hast. Also wenn ich gerade ernst mal, nein, sowieso immer ernst. Also wenn ich in deine Augen schaue, sehe ich auch gewisse Traurigkeit, sehe ich aber auch gewisse Schlauheit, einen schlauen Fuchs. Aber der schlaue Fuchs hat auch noch eine gewisse depressive Ader eventuell. Mhm. Aber er ist sehr, sehr direkt, kann er sein. Er kann einem überfahren. Er kann einem, wenn man nicht stark genug ist, über Blattdruck kaputt machen. Aber jetzt kommt genau das. Ich habe gedacht, es könnte vielleicht so sein. Dass ich so stark sein muss, dass wenn der Stricker gegenüber mir hockt, mich platt macht. Oder es könnte zu einem langweiligen Gespräch werden. Aber wieso soll ich das machen? Wieso? Aber dann wird es wieder langweilig. Also dann sind wir wieder im Formalen, wo dann spannend ist, wo ich da jemanden fertig mache. Aber was ist denn inhaltlich? Dann gehst du in die Verteidigung, ich gehe in die Verteidigung und dann erfahrt der Zuschauer ja gar nichts. Oder? Ja, aber jetzt kommt ja genau das. Also wenn man dich provoziert, also das mit dem Mensch, den Jesus gebracht hat dort, wo gesagt hat, ich glaube der Herr etc. Dort bist du ja recht, also ich habe das Gefühl gehabt, du bist in eine Ecke gedrängt worden oder du hast, nicht unbedingt in eine Ecke, aber du hast müssen dem Menschen sagen und der hat immer wieder auch müssen in sich zurechtfertigen, ja, ich denke und Zeug und Sachen. Das Problem ist eben, das ganze Religionsthema ist für mich langweilig geworden. Vor Corona habe ich wirklich das Gefühl, es ist wichtig, das Training von Kirchen und Staat und so weiter. Heute muss ich sagen, die katholische Kirche geht mir so am Arsch vorbei. Soll sie machen, was sie will? Nicht unbedingt Kinder missbrauchen. Da bin ich weiterhin nicht ein Befürworter. Aber jetzt, dass sie uns da melken mit unserem Zehnten, auch, dass Firmen müssen Steuern zahlen, die gar nicht mit der Kirche... Ich muss Kirchensteuern zahlen mit meiner GmbH, wo ich kann, ob ich jetzt will oder nicht. Auch wenn ich austrete aus der Kirche. Alles Ungerechtigkeit, klar. Aber im Vergleich zu dem, was der Staat mit uns macht, ist es alles Habakuk. Und seitdem, auch wenn Leute religiös sind, es ist mir so egal. Leute können astrologisch unterwegs sein, ist mir wirklich egal. Es kann ja auch stimmen am Schluss. Vielleicht bin ich der Double. Ich tue einfach nicht mehr urteilen. Weil ich fange einfach an urteilen, wo die Leute kommen und mir wollen die Freiheit wegnehmen. Dort ist einfach fertig. Jetzt kommen wir gerade auf den Punkt: Freiheit. Freiheitspartei. Genau, Freiheit. Und dort, wenn man anfängt, dich einkreisen, wie sagt man dem. Einen Lattenzaun machen. Dann müssen wir über die Latten, das zweite Mal. Okay. Eieieiei. Gut, red weiter. Ja, ist schon gut. He. Also, sagen wir mal, Maschendrahtzaun. Gut. Super, das ist sehr gut gemacht. Also, Maschendrahtzaun und du hockst da drin und merkst, ich kann eigentlich meine Freiheit nicht mehr. Dann tust du eine Freiheitspartei gründen. Was ist denn der Sinn dahinter? Freiheitspartei. Wenn die Leute dann hinein, was macht denn die? Was für einen Inhalt haben die? Was könnt die verteilen? Gutzli, Schöckli, Zeltli, das ist Freiheit, oder was? Ich habe es ja gesagt, also aus meiner Sicht ist die Freiheitspartei zu 3/4 Kulturverein. Es ist eine Kunstaktion und ein Viertel ist für dann eine politische Partei. Weil ich glaube nicht mehr, dass wir den Wandel in der Schweiz hinkriegen durch Politik. Ich glaube, dass der Wandel wird passieren durch Kultur. Es gibt den Satz von Breitbart, der ist schon gestorben,
wo der angebliche Rechtsextreme, was aber glaube nicht ist, aber interessiert mich ein bisschen lieber, hat auch etwas Schlaues gesagt. Er hat gesagt, Politics is downstream from culture. Das heisst, Politik ist ein Folge von dem, was Kultur uns vorgibt. Und wir leben in einer Kultur, wo Unfreiheit und Sozialismus, sage ich mal, das Gefühl, dass alles für dich erledigt wird, die Mentalität, dass dir alles vorgesetzt wird, musst du nur noch fressen, die wird das jetzt so als lässig verkauft. Und wenn wir so eine Kultur haben, werden wir keine Politik haben, die anders ist. Wenn wir das ändern wollen, dann brauchen wir Vorbilder, so wie es die Flower Power Generation gemacht hat, gegenüber dem tatsächlich herrschenden Patriarchat, gegen den verstaubten Katholizismus. Und dann einfach gesagt, schau mal, wir gehen über Kultur. Bessere Musik, schönere Menschen, oder? Bessere Partys. Dann müsste ich meinen Bart wieder abhauen. Nein, darf ich nicht. Weil wir sagen, das ist das, was wir bei der Freiheitspartei machen wollen. Wir wollen die Leute, wir wollen eine Plattform sein, wo gecancelte Leute uncancelled werden, wo freie Gedanken fliessen können. Wir wollen den Leuten zeigen, wie schön dass es ist, richtig frei können zu debattieren, wie schön dass es ist, einfach Freiraum sich zu holen, innerhalb vom Legalen, sage ich mal, und dafür zu kämpfen, dass noch mehr Sachen illegal werden und für also gewisse Sachen legalisiert werden. Das ist das, was wir wollen. Als Vorbild das Leben. Und am Schluss natürlich, was soll ich sagen, ein Tropf auf den heißen Stein. Dass die Freiheitspartei wird ein grosser Erfolg werden, das muss man sehen. Statistisch gesehen ist es bei 1 zu 100. Oder dass es ein riesiger Erfolg wird, aber wir können das Prozent sein. Aber was wir sicher machen können, ist, wir können einen Beitrag leisten, dass die Leute sehen, dass Freiheit, Freiheit vorleben. Und da denkt, schau mal, wie viele spannendere Gespräche man kann bei Stricker-TV führen, wenn du es vergleichst mit einer Club-Sendung im Schweizer Fernsehen. Oder? Weißt du, was ich meine? Schwupp, oder? Das ist ja so. Ich weiß, ob ich das letzte Mal eine Club-Sendung geschaut habe. Ja, ewig her. Weil das ist, vergiss mit Joe Rogan, das ist einfach intellektuell 100.000 Mal besser. Egal, was im Club debattiert wird, man muss nicht mal politisch sein. Es kann, egal, was es ist, Sternstunde Philosophie, ist alles so viel öder, als wenn du kannst wirklich frei reden kannst, wo du freie Denker hast. Nicht darum, weil einer seit 27 Jahren ein Universitätsprofessor ist und weiß ich was, sondern wirklich, weil einfach Leute kommen, die etwas zu erzählen haben. Und das ist unglaublich attraktiv. Und da wird die Freiheitspartei machen, eine Plattform sein für gecancelte Leute, eine Plattform sein, um die Freiheit in allen ihren Facetten können zu leben, bis zur Party. Okay. Super. Also im Prinzip, ich reg mich immer auf ab diesen Clubsendungen oder weiss, ich habe das schon seit Jahren nicht mehr geschaut. Ich schaue sowieso seit Corona, seit 3 oder 4 Jahren nicht mehr Fernsehen. Aber ich frage mich immer, warum wird nicht ein Mann von der Straße einfach mal eingeladen. Dass man sagt, hey, komm mal in den Club rein, komm mal, Sternstunde weiss ich was, oder sonst in eine politische Sendung. Man muss eben schon aufpassen, ja, weißt, dass er etwas zu sagen hat. Oder? Ja, aber es gibt ja Leute auf der Straße, die etwas zu sagen haben. Mhm. Ich habe ja viele interviewt, die nicht einen Titel haben. Oder ich meine, du hast ja das gemacht während den Demonstrationen. Mhm. Du bist auf die Leute zugegangen und bla bla bla. Und das habe ich jetzt zum Beispiel super gefunden. Aber sonst findest du das nie nicht. Mhm. Ja gut, wenn wieder mal ZDF, ARD oder weiss ich wer auf der Straße, was meinen sie? Und dann kommt das raus, was eigentlich der fragt. Das ist, weil das Format, das wir überlegt haben. Dass ich sage, schaut die nächste Sendung am Dienstag, am 2 oder am 7. Kommen wir hier hin, alle wollen reden mit mir. Die können an den Tisch hocken, bis er mich langweilt. Und dann kommt der Nächste. Das könnte interessant werden. Das könnte spannend werden. Mhm. Dort wäre ich auch dabei. Aber ich muss ja nicht dabei sein. Musst du, bist jetzt da. Ich kann dir einen Vorschlag machen, dass wir ein zweites Interview führen, weil ich muss leider jetzt auf Zürich ab. Du musst jetzt aber die Schlussmoderation machen. Das ist ja dein Interview. Aha, was muss ich noch sagen? Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlichen Dank, dass ihr überhaupt so lange ausgehalten habt. Der Dani ist ein super Partner. Das ist Kamera. Ah, Kamera, da. Das rot leuchtet. Oh, yeah. Entschuldigung, jetzt muss ich meinen Namen anfangen. Also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Freunde von unserem Podcast Wieland Press Reloaded, ich bin so frech. Herzlichen Dank, dass ihr da gewesen seid mit Dani Stricker. Genau.
Die Legende, weißt du, die Ikone, hast du gesagt. Die Ikone, jawohl, die Ikone. Man könnte dich auch zu Legende machen, ist ja gleich scheißegal. Also, wie gesagt, herzlichen Dank, dass du da warst. Legende gerade erst einmal tot ist, oder? Ja. Die Ikone wäre jetzt. Also müsstest du mich noch abstechen, dann wäre ich Legende. Das wäre eigentlich schade. Im Interview gestorben. Ja, im Interview. Herzinfarkt. Weg. Sonnenbebrillte Ikone, da genau. Also liebe Leute, das nächste Mal wieder und herzlichen Dank. Tschüss zusammen. Ciao miteinander.